Ich stelle euch heute noch einmal ein Projekt, welches ich ins Leben gerufen habe, oder? Dieses Projekt nennt sich, einige kennen es bereits, es sind bereits auf Tausende bei uns registriert, Ungeimpft, Blutspenden Österreich. Aha, ungeimpftes Blut für ungeimpfte Menschen. Unbedingt. Ich bin der Projektgründer dieses Projektes und ich möchte euch dieses kurz vorstellen, was es hier geht. Ungeimpfte Blutspenden. Sehr, sehr viele oder die meisten hier sind ja noch ungeimpft und werden es auch bleiben. Ja, wer kennt dieses Projekt bereits? Nein. Wo kann man das machen? Wo kann man als ungeimpft sich beteiligen? Das erinnere ich mich. Ja. So, Freunde, jeder, der ungeimpft ist, ist natürlich selbstverständlich da, möchte bei einem Notfall aber auch bei einer bevorstehenden OP sicher kein geimpftes Blut haben. Nein, ich auch nicht. Dafür haben wir dieses Projekt mitgebracht. Das heißt, wir vermitteln zwischen potenziellen Blutspenderinnen und Blutspenderinnen und Blutspendern, als auch zwischen potenziellen Blutspenderinnen und Blutspendern, welche nicht Covid-19 sind. Man muss immer dazu sagen, viele verwechseln das und sagen, ich bin ja geimpft. Ja klar, es gibt die Tetanus-Impfung, es gibt viele andere Impfungen. Ich rede ausschließlich von der Covid-Impfung. Ja. Und dieses müssen wir insofern weitermachen, weil das Rote Kreuz und auch sämtliche Krankenhäuser werden wir ja bereits sehr erhöht, denn ihnen geht die Blutkonserve. Ja, ja. Ja, ich kann jetzt schon sagen, es wird gesagt, viele sind im Urlaub, die Ukraine-Krise. Ja. Das ist eine, ich sage mal, Unwahrheit. Ja, genau. Ich weiß aus Insiderkreisen von Vorarlberg bis ins Burgenland von Blutbanken persönlich den wahren Grund dieser Sache. Ja. Ja, und ich sage das ganz ehrlich, ich traue mich, dass auch hier öffentlich Kundtun, auch wenn der Widerstand des Roten Kreuzes, der Klinik und so weiter uns genügt, gegenüber sehr, sehr stark ist, denn wir sind ja ein Dorn. Ja, in der Wunde, ja. Wenn sie nicht rausbekommen, denn wir beten nicht auf, für uns Ungeimpfte, Ungeimpfte das Blut sicherstellen zu können, ja. Denn der wahre Grund liegt darin, dass in der Regel nach Insiderinformationen, ich zitiere, hauptsächlich ab der dritten Boosterimpfung das Blut verklumpt, ja. Binnen 3 bis 5 Tagen unbrauchbar wird. Ja. Ja, und daher dieses Blut natürlich auch nicht verabreicht werden kann. Richtig. Mein Schöpfer ist vor, man hätte ein Schmieröl. Wir würden das in der Vene oder in der Haare. Nie im Leben, ja. So, das ist der wahre Grund. Und hier sollte auch das Rote Kreuz die ganze Blutbanken eine faire Aussage machen. Ja, genau. Und die Menschen, welche ins Krankenhaus kommen, denen zu sagen, ja, sie bekommen eine Blutspende, aber wir markieren unsere Blutkonserven weder mit ungeimpft, geschweige denn geimpft. Das geht gar nicht. Sein, denn nein. Ein ungeimpfter Mensch, meine Lieben, ja. möchte kein Nichtblut haben. Richtig. Wir müssen ja geimpft. Bravo. Bravo. Aber man kann nicht als 70-Jähriger spenden. Dieses Projekt aufzubauen, ist nicht so einfach, wie sich das vorstellen. Wir haben Gegenwind bereits von der Pharmaindustrie, vom Roten Kreuz, vom Flugband, von Labore, von systemtreuen Persönlichkeiten. So muss man das sehen. Da wir aber selbst ja ein privater Verein sind, das heißt komplett neutral, wir benötigen von keinem Blut-Einförderung, weder von einem Land, nur von sonst irgendwelchen staatlichen Institutionen. Wir finanzieren uns selbst mit unserem Privatgeld und daher machen wir das, was wir für uns alle richtig erachten. Super! Wir machen den Kampf weiter für uns alle, für euch alle und alle, die sich bei uns registrieren. Ich komme jetzt noch ganz kurz, ja. Wie das funktioniert, weil einige immer wieder meinen, lieber Chris, wieso muss ich mich für dich registrieren? Meine Lieben, niemand registriert sich für mich. Ja. Jeder registriert sich für sich selbst, für die Vorsorge, richtig. Falls er einen Notfall hat, wo kann man das auch um dieses Gute halten zu können.
der sich nicht registriert, den können wir leider nicht betreuen. Das ist leider so. Ja, bisher geben wir anderen sehr, sehr unfair, die sich bei uns registrieren und alles wirklich von uns auch beobachten, die Neuigkeiten hören und so weiter. Wir uns auch bereits finanziell unterstützen, weil wir haben auch sehr viele Termine von Burgenland bis nach Vorarlberg. Die sämtliche Kliniken, die hat vorige Woche einen ganzen Tag in der Landesklinik in Innsbruck, beziehungsweise in der Uniklinik Innsbruck, in einer Abteilung nach der anderen nur gestritten. Die Ärzte selbst, die nicht so hoch sind, ja, die sind alle hinter uns, das ist ja das Schöne. Ja. Aber wer blockiert das Ganze? Die Hochschießer! Ja. Und das sind einfach Jetzt komme ich noch ganz kurz, wie das Ganze funktioniert, das Konzept. Ja? Wir haben eine Homepage, die nennt sich www.ungeimpft-blutspenden-österreich, aber mit OE geschrieben, bitte, .at. Bitte, wenn ihr heute reinsehen würde, oder wo es eingeschaut, wundert euch nicht, was diese Zeit offline ist, denn wir haben sie vor ein paar Tagen offline gestellt. Wir überarbeiten das Ganze neu. Die Kapazität ist so groß. Wir bekommen am Tag hunderte Registrierungen rein. Und jedes neue Limit erreicht das Ganze sein. Wir bauen das komplett um, dass wir auch die Kapazität haben, tausende Menschen auch wirklich ohne einen Serverabfall registrieren zu können. Diese Homepage wird in den nächsten 2 bis 3 Tagen wieder online sein. Hier findet ihr alle Informationen, sei es von Ausschussgründen, sei es von Karenzzeiten und so weiter. Wer darf Blutspenden? Von wann darf man Blutspenden? Wer darf sich registrieren? Es dürfen sich auch zur Blutspenderbereitschaft nur ungeimpfte Personen ab dem 18. Lebensjahr registrieren, bis ohne Vorerkrankungen zum 70. Lebensjahr. Wir haben es aber aufgrund von Vorwürfen von geimpften Personen für besser erachtet, auch geimpfte Personen aufzunehmen und registrieren zu lassen, weil es wurde gesagt, wir spalten und wir grenzen aus. Nein, stimmt nicht. Wir sind genauso wie aus Spalten und Ausgrenzung, wie wir ja immer schon auch bei anderen Themen gesagt haben. Geimpfte Personen können sich bei uns als potenzielle Blutspende im Zelt erinnern. Ja, das heißt, wir wollen keine Spaltung und sie sollen auch eine Chance haben. Nur sie sind zur Blutspende nicht zugelassen. So. Sehr gut, ja. Sehr gut. Ja. Und, bravo! Bravo! Super! Ja, ihr findet unter anderem darauf in der Homepage einen Button. Zur Registrierung. Ja, wir haben hier zwei Kontaktformulare. Bitte nicht verwechseln. Registrierung und Kontakt sind zwei verschiedene Button. Ja, bitte unter den Button Registrierung gehen. Hier alle Daten ausfüllen, inklusive natürlich Blutgruppe und so weiter. Ja, dann registriert ihr euch. Ihr bekommt eine Antwort mit. Ja, dann kommt ihr dann, dass ihr registriert seid. Und wenn etwas ist, wir haben jetzt 4 Geräte, bei denen eine OP bevorsteht, ein Herz und ein offenes Herz. Jetzt im September, die braucht bis zu 10 Blutkonzerten. Ja, ich auch. Wir verhandeln bereits auch mit den Ärzten, wir streiten auch mit den Ärzten. Das werden wir auch durchsetzen. Für das haben wir das ja gemacht. Und ganz klar, ich sage, wir haben angefangen und wir werden dieses kapitalistische System, sei es von Blutbanken und so weiter, das werden wir nicht mitzwingen. Sie wollen für uns bereits die Daten haben, das kann ich nicht mehr. Für unsere ungeimpften Personen. Aber wir geben diese nicht her. Nein, wir bleiben für uns. Ja, bravo! 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 So, meine Lieben, aber so wie gesagt, schon rein, www.ungeimpft-blutspenden-österreich.at, die nächste Tag online. Kommt bitte auch in unsere Telegram-Gruppe ungeimpft-blutspenden-österreich. Hier könnt ihr mich auch anschreiben, ihr könnt mich auch persönlich gerne anrufen. Ich habe sehr, sehr viele Visitenkarten hier. Wer mit mir sprechen möchte, wer Fragen hat, ich stehe jetzt gerne zur Verfügung.
Teile auf die Karte aus. Und in der Telegram-Gruppe erfährt ihr täglich immer das Neueste. Ich sage recht herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke. Meine Kinder? Ja, meine Kinder, so Kinder natürlich können sich als potenzielle Blutspendeempfänger von klein auf registrieren und vom Alter her bis in das hohe Alter, also das ist über 70 Jahre, können sich die Menschen genauso registrieren als potenzielle Blutspendeempfänger. Also, ich wünsche euch alles Gute. Danke fürs Zuhören. Danke für eure eingeschränkte Aufmerksamkeit. Ich glaube, ich war nicht eingeschränkt, sondern sehr aufmerksam. Ich möchte jetzt noch hinweisen, vorhin war ja eine junge Dame von mir hier, mit der Union Souveränität. Ja, hier gab es ja einen offenen Brief von Gerhard Markel, ja, von Max Bucher und so weiter unterzeichnet. Bitte mach's mit, das ist ganz, ganz wichtig, weil ich bin nämlich mit Max Bucher mit allen sehr gut befreundet, bin auch dabei. Bei der Union Souveränität. Es ist alles für uns nur zum Besten und es kann uns nur so weiterbringen, wenn wir zeigen, jetzt hören wir auf mit der Spaltung, auch im Widerstand, sondern wir halten zusammen und schaut, dass die ganze